Ich höre hier irgendwo ein Wildbeast-Geräusch. Kommt irgendwo aus dieser Ecke und es macht mich ein kleines bisschen fertig. Und erst einmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sinking City. Wir sind auf der Suche nach Ebernaut Blackwood. Er wurde nämlich in Salvation Harbor entführt vom Ku Klux Klan und seine Männer wurden auf brutale Weise ermordet. Aber wir haben den Hexenmeister und seine Kompagnons hier schön ins andere Leben geschickt und werden uns jetzt hier erstmal umschauen. Das reinste Waschgetier für Frauen mit Anspruch. Ja. Müssen wir vielleicht Meister Popper nehmen. Das reinste Weiß. Und mit dem können wir reden. Feuerschuss für brennende Kreuze. Auch nichts mehr. Gut, der Arme. Tut mir schon ein bisschen leid. Roman oder eine Kapuze? Ein Liebesroman, okay. Ach, wir haben alle Hinweise. Ach so, okay. Tür gibt nicht. Doch, gibt sie! So. Wo muss ich denn jetzt hin, liebe Freunde der Nacht? Blackwood und Professor Doak. Mir helfen würde. Ein Retter? Oh nee. Mitglied des Ortes verschleppten Menschen halten okkulte Zeremonie ab wie die Beschwörung im Orion Club. Okay. Deep Shore. Zwischen Skipper und Marsh Avenue. Ach hier, okay. Wo war denn jetzt hier mein Schnellreisepunkt? Der war hier und dann links, okay. Tja. Haben wir wenigstens den Hexenmeister eliminiert. Haben etwas für die Bevölkerung getan, wenn die Polizei sie schon freilässt. Im Fall. Nee, wie stand es da? Im Interesse der Öffentlichkeit wurde der Fall eingestellt. Ja. Na gut, wer weiß, wie viele von der Bevölkerung Anhänger des Ku Klux Klan sind. Haben wir Mutter Monika Boy? Danke. Danke. Wenn es dich nicht gäbe, wäre das Spiel nur halb so toll. So, hier war ich, genau. Guck mal, da mal eine Außenlampe, da müssen wir bestimmt rein. Blackwoods Versteck. Deep Shore Soup Kitchen. Oh, welcome. Mm-hmm. Oh nein. Oh nein. Hatte schon befürchtet, es wäre Blackwood gewesen. So, weg mit euch! Weg mit euch! So, bumm, jetzt bin ich wieder gesund. Gesund wie eh und je. Super. Sieht bestimmt schon ein bisschen lecker aus. Riecht nach Fischsuppe. Oh. Ah,
Einer dieser Orte muss sein nächstes Ziel sein. Ah, ja, einer dieser gleich. Orte muss sein nächstes Ziel sein. Ah, riecht nach Fischsuppe. Riecht, als sei es schon ein paar Tage alt. Oh, hier. Hier ist so viel Essen, dass man sogar einer Belagerung standhalten könnte. Aber irgendwann vergammelt der Fisch ja auch. Und ob ich das dann nochmal essen möchte? Scheint als Bettdecke benutzt worden zu sein. Das ist auch eine Decke, Jemand oder? Jemand war vor kurzem hier. Das ist auch eine Decke. Also wenn man jetzt eine Decke nicht als Bettdecke verwendet, dann weiß ich ja auch nicht. Oder schläfst du mit Bettdecke als Kopfkissen und Kissen als Bettdecke, Reed? Warte mal. Das ist aber runter, ne? Dann krieg ich wieder so viel Muni. Dass die mal an die Spiegel zerschlagen. Scheint als Bettdecke benutzt worden zu sein. Jemand war vor kurzem hier. Da scheint jemand gerne zu predigen. Das war doch Blackwood, oder? Da war doch der Prediger. Nur die Frage, für was hat er gepredigt? Wir gehen jetzt runter. Oh. Oh nein, nicht wirklich. Fein. Was bist du da wieder, mein Öhrchen? Sauber die Kehle aufgeschlitzt. Achso, können wir es dann wieder nachbauen. Okay. Hier müssen wir ins Meer. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Reise antreten würde. Geht schon mal voraus, während ich mit den anderen rede. Oh. Es wird Zeit. Zeit, die falschen Propheten des Ordens zu stürzen und Professor Dow zu retten. Okay, ich würde sagen, das war die 1 und unten die 2. Da unten dann die 3. Erledigt die Eindringlinge. Sie spielen keine Rolle mehr. Wir sehen uns oben. Dann schauen wir uns das mal an. Oder? Wir sehen uns oben. Erledigt die Eindringlinge. Sie spielen keine Rolle mehr. Oder vielleicht erst predigt, dann unten und dann hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Reise antreten würde. Geht schon mal voraus. Während es wird Zeit. Zeit, die falschen Propheten des Ordens zu stürzen und Professor Dow zu retten. Blackwood hat sich auf die Suche nach Harriet Dow gemacht und einen ganzen Trupp mitgenommen. Ich muss herausfinden, wohin sie gegangen sind. Wo sind sie hin? Evan Blackwood hat sich vom EOD abgewandt und gleichgesinnt um sich geschart. Er hat sich auf die Suche nach Professor Harry Doe gemacht und ich muss herausfinden, wohin er gegangen ist. Dann wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, einer dieser Orte muss sein nächstes Ziel sein. Ins Meer. Evan Blackwood sagte zuerst erwähnen, hier müssen wir ins Meer, was auch immer er vorhat. Gerade mit Markierung. Genau, Tauchgang. Evan und Blackwood ging mit den Männern ins Meer. Nur eine einzige markierte Stelle auf der Karte befindet sich an der Küste und zwar am Ende der Pembroke Glen im westlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Ich will aber nicht
Der Orden führt etwas im Schild und Professor Harriet Doe kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Die hat die Entführung geplant? Nee. Blackwood hat einen Plan, Ebenezer Blackwood will die Stadt vor dem Wahnsinn retten. Professor Doe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der UD braucht Professor Doe, Blackwood hat einen Plan. Okay, gut. Das war doch hier irgendwo. Hier. Hier hin. Ich freue mich auf den Tauchgang. Das wird richtig toll werden, sage ich euch. Das wird richtig subidubi. Ich muss hier lang. Und dann geradeaus, bis es nicht mehr geht, und dann gleich links mit dem Boot. Ne? Achso. Leave me alone. Da-dam. Da-dam. Tschüss. Ach, da oben. Hat mich gewundert, der Pfeifen hier so. IOD-Zeichen. Ein rotes IOD-Zeichen. Oh nein. Ah, ich will nicht. Ich muss sagen, das finde ich mit am gruseligsten. Ne, gucke. Da haben wir die Häuser. Ja, der richtige. Ich würde da Klaustrophobie entwickeln. Ne? Die ich eigentlich nicht habe, aber ich glaube, wenn ich in dem Anzug wäre, und dann würde ich hier auch instant Panik bekommen, wenn ich hier nur ein paar Meter weit runterspringe. Gut. Oh. Das wird auch nicht hinterfragt, warum da jemand liegt. Da liegt auch jemand. Nur schnell! Ich hoffe, wir haben hier keine Viecher wieder. Ja. Danke. Danke, dass du hochgehst. Man wird auch nicht hinterfragt, warum da jemand liegt. Na, guck mal. Na nee, geh nicht weg. Ich will dich mal angucken. Ist bestimmt wunderschön. Aber so sieht er echt friedlich aus, ne? Das Krageltier. Natürlich hat es mich gesehen. Hier, guck mal. Also ich habe gelesen, man soll gar nicht auf das Ding schießen, sondern ganz schnell weglaufen.
Ja, Junge, hör auf! Hier hoch. In Ruhe. Jetzt geht doch mal hier hoch, Mann, Junge. Kletter doch mal. Mach mich schon wieder hier fix und fertig. Fuck mir das Ding. Nee. Okay, ich warte erstmal. Ne? Man soll nämlich. Und das hoch. Wage es hier bloß. Aber hatten die nicht gesagt? Nein. Oh, Junge, macht mich fertig, der Mensch. Nein. Oh Gott. Wo ist der? Da ist er über uns. Oh, ich raste aus, ne? Es geht doch mal hier hoch, Mann. Junge, geh hier hoch. Oh. Entschuldigung. Aber es macht mich fertig. Hier ist der Ausgang. Mich fertig. Also wirklich, die Steuerung ist teilweise, oder ich drücke hier wirklich 10-mal Leertaste, ehe der mal hochgeht. Oh nein. Oh nein. Ich höre das alles nicht mehr. Ach, das bitte hinterfragt. Ich habe schon Schweizer Käse mit weniger Löchern gesehen. Bring dich denn alle um. Fuck, Mann. Ich treffe diese scheiß Menschen nicht. Junge, Mann! Oh, nervt mich das. Junge, jetzt stirb doch mal. Aber es sieht schon cool aus, ne? Nee. Möchte er wieder zurück? Wollen wir die vielleicht nicht retten? Sind das Eier? Die sehen so aus, als würde bald etwas ausschlüpfen. Junge, das sind doch mal ein Scheiße, Mann! Oh, Scheiße. Da unten kommt einer gerannt. Ich erschrecke mich wirklich mehr vor den Menschen als vor diesem scheiß Waldbiester, ne? Jetzt nimm doch mal die... Wirklich, macht mich fertig. Genau, ich würde mich auch dort daneben legen. Ist man wenigstens hier nicht so allein. Ist das Wasser? Ja, ich glaube. Wie kann eigentlich so eine Unterwasserhöhle, die muss doch eigentlich über dem Wasser sein, oder? Wie kann eigentlich so eine Höhle unter Wasser sein, wenn sie unter Wasser ist oder sich befindet? Wir waren hier gerade. Wollen wir die nicht alle retten? Frag für einen Freund. Gehen wir nichts weiter. Ekelhaft.
Aber die müssen doch, die Whitebeasts entschlüpfen doch bestimmt auch hier, ne? Dann müssen sie doch eigentlich, es muss doch denen eigentlich dran gelegen sein, selber am Leben zu bleiben. Weil es ist ja klar, wenn die Whitebeasts entschlüpfen, dass sie die fressen wollen. Dann macht doch alles gar keinen Sinn, warum die das anbieten. Oh, Lepidote! Ich kenne sie doch, oder? Mr. Reed vom Fischmarkt. Sie hatten mit dieser Schlampe Anna zu tun. Warum zum Henker sind Sie hier? Abbott, nehme ich an. Mr. Blackwood, ich habe Sie wohl endlich gefunden. Sie sind ein glühender Verehrer meiner Arbeit. Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen, Abbott. Fred vom Fischmarkt meinte, Sie können mir sagen, wo die Professorin ist. Verstehe. Er hat wahrscheinlich nicht erwähnt, dass ich im Begriff war, einen Krieg gegen den EOD anzuzetteln. Harriet Doe, wo ist sie? Harriet Doe. Ich weiß, dass Sie nach ihr gesucht haben. Wo ist sie? Warum wollen Sie sie finden? Sie hat eine Bestimmung. Eine Bestimmung, die erfüllt werden muss. Eine Bestimmung, bei der Sie keine Rolle spielen. Ich habe Fragen an Sie, oder klären Sie mich auf? Klären Sie mich auf. Ganz offensichtlich scheint hier mehr vor sich zu gehen, als man meinen mag. Da haben Sie natürlich recht. Die Professorin ist die eine. Sie ist die einzige, die von den wenigen noch übrig ist. Hören Sie mir zu. Harriet darf nicht sterben. Wir stehen am Rande einer großen Tragödie. Und nur sie kann sie verhindern. Sie ist eine der Auserwählten, gesegnet mit Visionen durch göttliche Vorsehung. Es ist ihr Schicksal, uns alle entweder zu retten oder ins Verderben zu stürzen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie reden hier von Tragödie und Verderben. Welche Tragödie? Welches Verderben? Aus den Tiefen der Stadt. Aber ich vergaß, Sie können das ja nicht wissen. Die Fresken hier zeigen die Wahrheit. Ich habe früher Tage damit verbracht, sie zu studieren. Ich selbst diente einst der See, Mr. Reed. Aber ich kann einfach nicht mehr. Sie müssen aufgehalten werden. Und Harriet ist der Schlüssel. Ich muss, für Fresken habe ich keine Zeit. Ich muss los. Na, dann sollte ich mich wohl besser auf den Weg machen. Viel Glück, Mr. Reed. Sie dürfen nicht scheitern. Okay. Ich höre den Ruf der Tiefe. Der Arme. Muss ich hier jetzt irgendwas noch hier anschauen? Die Fresken. Ich wollte mir gerne die Fresken anschauen, aber die werden wahrscheinlich dann, ich hoffe, jetzt hier im nächsten Abschnitt kommen. Okay, in Hoffnung, dass da vielleicht auch was nachgefüllt wird. Sterben Sie bitte trotzdem nicht. Ich weiß, es ist wahrscheinlich unmöglich, aber versuchen Sie es. Das ist ein Gefängnis. Diese Symbole habe ich schon mal gesehen. Aber wo? Erstes Fresko, als das Zeitalter der Menschheit noch nicht angebrochen war, existierte Kyt-Gundare bereits vor vielen dunklen Äonen unter der Erde. In diesem schauerlichen Gefängnis schlummert im Verborgenen die Tochter des Schläfers, dazu verdammt, diesen Ort niemals zu verlassen. Das Puzzleteil sieht wie ein Rad aus. Wie etwas, das immer wiederkehrt vielleicht. Wie die Jahreszeiten. Eine Art Zyklus? Zweites Fresko, doch da sind jene, die seine Tochter befreien könnten. Würde doch die Saat des Schläfers zu ihr gelangen.
Kurz bevor der Zyklus von vorn beginnt, sieht es überall jene, die die Saat in sich tragen. Getrieben von abscheulichen Missionen gehen Südgunnar. Ein Siegel. Ich bin mir sicher, diese Symbole habe ich schon mal gesehen. Aber wo? Oh, schön. Wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Drittes Fresko. Das Siegel von Zykonar wird den Weg ebnen. Viele werden es versuchen und dabei zugrunde gehen. Wenn die Sterne richtig stehen und der Schläfer sich rührt, würde sie doch einem gelingen. Dann ist die Tochter des Schläfers frei und aus ihrem angeschwollenen Bauch wird der Schläfer hervorkommen und so ein weiteres Mal das Licht der Welt erblicken. Stimmt, wo haben wir die gesehen? Sieht das? Stimmt, kann es hier gewesen sein? Oh, Harriet! Harriet, nehme ich mal an. Sieht so cool aus. Professor Doe, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Warum auch nicht? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Charles Reed. Mein Name ist Charles Reed und ich bin Privatdetektiv. Ich bin gekommen, um Antworten zu erhalten. Hier werden Sie viele Antworten erhalten. Alles hier ist eine Antwort. Und alles ist jetzt in meinen Händen. Verstehen Sie? Es gibt einen Zyklus. Das alles ist auch früher schon geschehen. Frei sein, aber sie darf nicht. Sonst endet alles. Erzählen Sie mir von dem Zyklus. Was hat es mit diesem Zyklus auf sich? Es beginnt stets mit einer großen Flut. Dann erhebt sich die Bedrohung aus dem Meer. Das Meer ist alles, was unsere Welt von der Welt darunter trennt. Wenn das Meer nach oben drückt, die Tore, weder offen noch geschlossen, nur geduldig wartend. Welche Tore? Welche Tore? Die Tore von Cathigomar. Sie sind nicht geschlossen und sie sind auch nicht offen. Aber sie müssen eines von beiden sein, wenn der Zyklus endet. Was meinen Sie damit? Aber mit dem Siegel können die Tore geschlossen werden. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Geht es Ihnen gut? Professor Doe, Sie reden wirr. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Ich kann nicht mit Ihnen gehen. Ich muss allein sein. Allein. Sie verstehen das nicht. Es hat alles mit mir zu tun. Nur die wenigen Auserwählten sind dazu imstande. Diejenigen, die von den Visionen geleitet werden. Diese Vision so lange. Was passiert in Ihren Visionen? Was sehen Sie in Ihren Visionen? Schrecken. Reale Albträume. Ich sehe die Wirklichkeit. Zerschmettert. Verfault. Die Dinge darunter. Und Wasser. So viel Wasser. Das Wasser bedeutet den Tod. Ich habe auch Visionen. Ich habe auch Visionen. Wegen Ihnen bin ich in Oakmont gelandet. Und wegen Ihnen bin ich nun wohl auch hier. Oh, aber es muss anders sein. Es muss einfach. Ich habe so viel durchgemacht. Es muss anders sein. Ich verstehe das nicht. Es kann nur einen von uns geben. Geben Sie mir einen Moment. Ich muss kurz über all das nachdenken. Okay. Ich bleibe hier mit meinem Siegel. Ich weiß, was wir tun. Also, was? Nein? Ja. Nein? Geben Sie mir noch einen Moment. Ich muss kurz über all das nachdenken. Ja, okay. Die Prophezeiung, ein Retter. Leute, Prophezeiung gibt es mehrere Auserwählte, aber nur ein Retter. All jenen, die scheitern werden, sterben. Und Leute, Prophezeiung gibt es mehrere Auserwählte, aber nur ein Retter. Die anderen werden scheitern. Es kann. Ich will nicht sterben. Ich will auch nicht, dass sie stirbt. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich könnte einer der Auserwählten sein. Die Visionen führen die Auserwählten in diese Stadt und somit zu dem Schicksal bin ich Teil der Prophezeiung.
Ich würde es mal so machen. Es wird wahrscheinlich also eher die Sache sein, dass alle anderen sterben werden. Aber ich möchte, dass es nur einen geben kann und die anderen werden zwar scheitern, aber überleben. Ich weiß, was wir tun müssen. Achso, warte. Warte, ich will noch mal kurz speichern. Ich speichere mal ganz schnell. Ich weiß. Ja. Wir müssen von hier verschwinden. Wir müssen weg von hier. Aber mein Werk ist noch nicht vollbracht. Meine Mission. Dann viel Glück dabei, Ihre Mission tot zu erfüllen. Wir müssen von hier verschwinden, Harriet. Wir müssen zurück an die Oberfläche. Also gut. Wir kehren zurück nach oben. Aber das Siegel müssen wir mitnehmen. Es ist der Schlüssel zu allem. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich richtig entschieden habe. Prophezeiung, die Idee hat die Entführung geplant. Professor Doe könnte ein Auserwähltes sein. Professor Harry Doe hatte vor kurzem schreckliche Visionen. Könnte sie eine der Auserwählten sein? Ich muss Professor Doe retten. Professor Harry Doe und ich sind Auserwählte. Und falls die Prophezeiung stimmen kann, nur einer von uns Erfolg haben. Sie hat bereits genug erlitten. Ich muss sie auch retten, auch wenn es riskant ist. Ach so, schön, dass ich mich schon vorher dafür entschieden habe. Mal gucken, ob ich mich richtig entschieden habe. Warum hat er mich hier so böse angeschaut? Mit dem Teufel. In Oakman hält man den Mund. Das Siegel ist verschwunden. Habe ich mich jetzt richtig entschieden? Guck mal, wir haben alles. Wir haben alles freigeschaltet. So, ich würde aber sagen, wir werden in der nächsten Folge mit dem guten Johannes reden. Aber dort hat mich so böse angeschaut oder so. Weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob ich mich jetzt richtig entschieden habe, aber ich wollte ungern die Harriet Doe dort unten lassen und so selbst so egoistisch dann entscheiden, dass es nur mich gibt. Aber ich habe ja gespeichert. Also wir können auch dann gerne nochmal... Ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt auch zum Ende hingehen wird, aber vielleicht werde ich mich anders entscheiden. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich ja nicht sehen wollen... Also, ob ich nicht dann sehen wollen würde, wie es vielleicht anders ausgegangen wäre. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.